Es sieht immer irgendwie nach Schikane aus. Dadurch, dass der so eine komische Erklärung abgibt, sieht es nach Schikane aus, als ob er uns schikanieren will. 20! Und jetzt haben wir endlich mit den Löwen zu tun. Ihr seht nur zwei Gegner und schon haben wir ein Combo. Gut, zweieinhalb hier wegen dem Gladiator. Aber mit den Löwen bekommen wir verflucht schnell Combo. Das ist ähnlich wie mit den Bogenschützen, nur noch extremer. Guck mal, wie schnell, wie die wegfliegen. Also so schnell, wie die hier rumzappeln, so schnell schlägt Asterix überhaupt nicht. Wir schlagen einmal und treffen die irgendwie zwei- oder dreimal. Das ist unglaublich. Die brauchen eigentlich sehr viele Schläge, bis man sie besiegt, aber die bekommen so viele Schläge mit einem Schlag ab, dass einem das gar nicht auffällt. Guck mal, so schnell bewegt sich Asterix überhaupt nicht. Das ist total lächerlich. Aber ich find's cool. Ich kämpfe gerne gegen Löwen. Und eben weil man so schnell Combo durch sie bekommt, sind sie sehr gute Gegner, wenn man einen Kampf gerade anfängt. So, gib uns mal die Fackel. Dann kämpfen wir jetzt mit Fackel. Die sind wirklich sehr gute Gegner für einen Kampfbeginn. Einfach, weil man dann schnell ein Combo hat, schnell irgendein Combo raushauen kann und dann einen gewissen Vorteil im Kampf hat. Oder halt ein besonders starkes Combo machen kann, um den Kampf überhaupt überstehen zu können. Die gibt es nämlich später auch noch. Kampfentscheidende Combos. Die haben wir ja bis jetzt nicht wirklich gefunden. Unsere Combos sind nett, aber nicht wirklich kampfentscheidend. Ja, flieg, Kätzchen. So, was haben wir denn hier? Hier sind da auch noch Kätzchen, oder? Nee, aber also dafür zumindest noch ein Schild. Ein paar Multiplikatoren, wunderbar. An 57.000 Helme schon. Ist ja krass. So. Bam, 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 bam. Das war nicht mal schnell genug, was ich eben gesagt habe. Bam, bam, bam. So, wir haben jedenfalls unsere Fackel und weiter geht's. Wieder mit dieser griechisch anmutenden Musik. Ich weiß nicht, ob es griechisch ist, keine Ahnung. Muss mir einer von euch sagen. So, jetzt schieben wir erst einmal das Holz hier rein für den Asterix. Yeah. Ja, Obelix, das muss schwer sein, wa? Mit unendlich viel Kraft. Na gut, schieben wir rüber, dann können wir als Asterix da schön rüberspringen. Und das ziehen wir hier zurück, dann können wir nämlich auf der anderen Seite als Asterix durchgehen. So. Das ist jetzt auch wieder so ein Rum... Ach, Kacken. Ja, nicht Kacke, sondern Kacken. Mann, verdammt. Das ist immer... Oh Gott, das ist immer so ein krasses Rumgeeier. Mann, 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 Mann. So. Und so. Und so. Seht ihr, so ein großer Versager bin ich doch nicht. Ich bin schon ein kleiner Versager, aber so ein krasser nicht. So, was haben... Oh, noch mehr Löwen. Ihr seht, mit dem bekommen wir schnell ein Combo. Jawohl, fast ein Combo bekommen. Also wirklich hier, drei Löwen und wir haben ein Combo, locker. Das ist schon eine tolle Sache. So, und anzünden. Wunderbar, hat ja noch gereicht. Fantastisch. Komm, Obelix. Jetzt geht es wieder weiter. Und das ist auch eine coole Sache. Der Combo überträgt sich. Das wusste ich jetzt gar nicht. Combo ist also charakterübergreifend. So, und hier sollten wir rausspringen. Das ist nämlich so ein ziemlicher Bonusbereich, den gar nicht so viele Leute kennen. Ich habe das beim ersten Durchspielen, glaube ich, gefunden, diesen Bonusbereich. Und habe das Spiel dann jahrelang gespielt, ohne jemals wieder diesen Bereich zu finden. Und habe mich sehr gewundert, wo der ist. Und hatte mich dann irgendwann gefragt, ob ich das geträumt habe oder ob das irgendeine andere Welt war und doch nicht Griechenland. Ich war da ein bisschen hilflos. Aber inzwischen weiß ich, wo dieser Bereich ist. Mist, hat nicht gereicht, um die Multiplikatoren zu kombinieren. Waren wir ein bisschen zu langsam. Jedenfalls ein Bereich, den gar nicht so viele Spieler kennen, obwohl das eigentlich ein sehr cooler Bereich ist. Viele Punkte, sogar noch eine extra Dialogzeile und ein paar Gegner. Also durchaus ein lohnenswerter Bereich. So, weil da steht noch der Spion. Der hat keinen Namen, wa? Ne, der hat keinen Namen. Ich glaube, der hat keinen Namen. Und mit dem können wir nochmal reden, ist aber überhaupt nicht storyrelevant. Machen wir trotzdem mal. Ein bisschen frische Luft ist schon etwas Feines, nicht? Athen ist eine schöne Stadt, auch wenn viele Gefahren in ihr lauern. Von einem Abenteurer habe ich erfahren, dass mehrere Gallierinnen in einer Zelle eingesperrt sind. Von einer schrecklichen Kriegsmaschine bewacht, die unglaublich mächtig ist. So wird gemunkelt. Dummerweise konnte er mir nicht sagen, wo der Kerker sich befindet. Ja, also jetzt keine sonderlich wertvollen Informationen. Klar, hier ist noch ein Lorbeerkranz. Das ist es schon mal wert, herzukommen. Wie der rumhüpft, wie das aussieht, wenn Obelix springt, so aus der Ferne. Sieht total lächerlich aus. Na gut, was soll's. Also nicht wirklich storyrelevant. Hier noch ein paar Gegner auf einer Schräge. Schräge ist immer schlecht, egal mit welchem Gegner.
Denn entweder Obelix kommt nicht wirklich ran, weil es ein doofer Charakter ist, den haben sie einfach nicht so gut designt vom Spielerischen her. Vom Aussehen her ist er völlig in Ordnung. Aber hier Obelix hat auf Schrägen definitiv Probleme. Und wenn er von oben kommt, dann ist er eigentlich zu groß und schlägt über die Gegner rüber. Und Asterix ist von unten zu klein und kommt an die Gegner nicht wirklich ran. Aber Obelix hat ja von unten auch Probleme. Also Obelix hat ständig Probleme. Ständig gibt es Probleme mit dem Charakterdesign von Obelix. Und das ist ein bisschen tragisch. Bisschen schade. Ist natürlich schwer zu programmieren, aber ich glaube, im zweiten Asterix und Obelix XXL haben sie es besser gelöst. Übrigens würde ich mich sehr über einen dritten Teil freuen, habe aber schon oft genug gegoogelt. Es wird wahrscheinlich keinen dritten Teil geben. Vor allem auch, weil Atari ja gar nicht mehr existiert. Gibt's ja nicht mehr. So. Das ist so gefährlich, gegen die zu kämpfen. Ich verzichte darauf. Vielen Dank. Da habe ich jetzt wirklich keine Lust drauf. Außer hier ist ein Druid und wir können speichern. Aber ich glaube, hier ist in der Nähe keiner, ne? Nee, also dann gehe ich das Risiko nicht ein, gegen die zu kämpfen. Das ist es nicht wirklich wert. Den einen Helm, den wir von denen bekommen, darauf können wir auch verzichten. Das ist nicht wirklich nötig. So, und die Fackel geht jetzt zwar aus, aber da hinten haben wir ja noch ein Feuerchen. Das ist ja nicht so wichtig. Dass ich jetzt hier die Kisten kaputt gemacht habe, war wieder ein Fehler. Wir bekommen nämlich hier wieder so eine Belohnung mit einem Dingens, wo sehr viele Helme und Multiplikatoren rauskommen. Und erst wenn wir diese Multiplikatoren haben, sollten wir eigentlich diese anderen Kisten kaputt machen. So, ich muss doch hier raufkommen, verdammt. So, der kriegt das mal ordentlich auf den Sack. Und du auch. Bam. Zack, 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 zack. Ja, sehr schön. So, hier müssen wir noch ein paar Knöpfe aktivieren. Ach nee, nicht Knöpfe aktivieren, sondern ganz anders. Nämlich etwas aktivieren, was wir sowieso aktivieren müssen. Nämlich hier die Baumstämme müssen wir reinschieben, sonst kommen wir mit der Zugkette mit Asterix nicht weiter. Das ist uns sonst im Weg hier. Und außerdem aktivieren die Baumstämme hinten diese Belohnung. Es sind optionale Knöpfe, die wir betätigen müssen. Komisch irgendwie, wa? Ja, wirklich. Es sind optionale Knöpfe, die wir betätigen müssen. Und Idefix scheint hier nicht so richtig funktionieren, weil der Kleine schwimmen muss, wie wir sehen. Der kommt also mit seinen Füßen nicht auf den Boden und deshalb funktioniert seine Wut-Kombo hier nicht. Ich habe ihn eben losgeschickt. Das hört man auch. Vielleicht hört ihr das. Ich bin mir da nicht so sicher drüber. Jedenfalls wird es hier nicht funktionieren, weil er mit den Füßen nicht auf den Boden kommt. Und deshalb kann er seine Kombo nicht benutzen. Ist natürlich eine Einschränkung, aber die großen Kämpfe finden nicht im Wasser statt, deshalb ist das nicht so dramatisch. So, wir sehen hier, 30-fachen Multiplikator haben wir bekommen und jetzt sollten wir erst die Kisten öffnen. Am Anfang war ja sogar noch eine Kiste mit mehr Multiplikatoren, hätte uns jetzt auch noch was gebracht. Und ich glaube, in den Kisten hier ist auch ein Multiplikator. Nee. Hä, verstehe ich nicht. Naja gut, habe ich wirklich die ersten Kisten kaputt gemacht, die einzigen, wo noch ein Multiplikator drin war. Wieder mal königlich verkackt. Aber ihr seht, obwohl ich so oft verkacke, was Multiplikatoren und Kisten angeht, haben wir sehr viele Helme. Und wie gesagt, der Maulwurf-Kombo mit 30.000, den können wir uns jetzt inzwischen schon zweimal leisten. Bevor wir allerdings in die letzte Welt kommen, brauchen wir eigentlich zwingend ein Kombo, was 75.000 Helme kostet. Aber auch das werden wir noch schaffen. Auch das ist nicht so dramatisch. Das mag jetzt viel klingen, aber wir haben Griechenland gerade mal angefangen und bis wir in der letzten Welt sind, kommen noch zwei andere Welten. Also wir werden die Helme auf jeden Fall zusammenbekommen. Da macht euch mal keine Gedanken. Und wenn wir das nicht schaffen, dann müssen wir noch eine alte Welt besuchen, weil die 75.000 Helme-Kombo brauche ich für die letzte Welt. Ohne werde ich es wahrscheinlich nicht schaffen. Ich werde es ohne versuchen, aber ich werde es wahrscheinlich nicht schaffen. So. Ganz wichtig, dass wir hier mit Obelix erst einmal die Brücke runter gemacht haben, sonst wären wir mit Asterix nicht weitergekommen. Und jetzt gehen wir auf die zahlreichen Aufzüge, die hier sind, wo wir mit ziemlicher Sicherheit wieder zurückgehen müssen, weil die Fackel einfach nicht ausreicht für diesen langen Weg. Vor allem nicht mit diesen Legionären hier, meine Fresse. Man muss wirklich genau hingucken, um zu wissen, was das für Gegner sind. Wenn man sich verschätzt und es sind andere Gegner, als man dachte, dann kann es ganz böse ins Auge gehen. So. So, hier, Keule, Keule, jawohl. Sehr schön. Und Fallhammer und Idefix-Kombo. Ja, bei den Löwen ist es natürlich auch witzlos, Idefix loszuschicken. Die haben ja keine Waffen, also was sollen sie fallen lassen? So, das war das letzte. Wunderbar, dann können wir jetzt runterspringen. Und hier auch rauf. Und wieder rüber. Und jetzt holen wir uns unser Feuer. So,
Wenn Asterix und Obelix auf dem Aufzug sind, werden sie jetzt natürlich hochfahren, weil ja keine Gegner mehr drauf sind. So, sehr schön. Und ich glaube, man kann tatsächlich erst runterspringen, wenn die Lampen wieder grün sind. Ich bin mir da nicht so sicher, aber ich möchte auch nicht runterfallen. Könnte ja irgendwie sein, dass während ich an dieser unsichtbaren Mauer dran bin, diese unsichtbare Mauer weggeht und ich dann runterfalle. Irgendwie sowas Dämliches könnte passieren und ich möchte nicht, dass was Dämliches passiert. So, hier haben wir überall Zielscheiben, die müssen wir verschieben, um die Repetierkanonenkugeln in die richtige Richtung zu lenken. Zunächst einmal werden wir den ganz nach vorne schieben, damit die Repetierkanone das Labyrinth linksrum umkreist. Genau, linksrum. Das steht fest. Und die Zielscheibe steht auch fest. Da können wir also gar nichts machen. Wir können nur die allererste verschieben. Aber wie wir sehen, wird dann da diese Ziegelmauer kaputt gehen, wenn der hier dreimal um 90 Grad umgelenkt wird. Und dann wird da hinten schön die Wand kaputt gehen. So, machen wir doch mal. Obelix, sehr schön. Ja, wunderbar. Da haben wir gehört, wie die Wand kaputt gegangen ist und da kommen auch schon die Römer rausgeströmt. Warum die jetzt auf einmal von rechts kommen, weiß ich nicht. Da ist ja eigentlich gar nichts. Aber gut, Römer können sich einfach so aus dem Nichts materialisieren. Und da haben wir noch einen Lorbeerkranz. Wunderbar. Huch, eine Fresse. Wenn so plötzlich so ein richtiger Haufen vor ihm steht, das ist schon... Das überrascht einen schon irgendwie. Und so ein richtiger Haufen Römer, das reicht schon, wenn es fünf sind oder so. Wenn die eng auf einem Haufen stehen, dann wirkt es richtig viel. Und es gibt später auch Kämpfe, wo die immer auf so einem Riesenhaufen stehen. Irgendwie 10 Leute auf 2 Quadratmetern und da bekommen wir dann... Also da bekommen wir richtig krasse Kombos, weil es so viele Gegner sind. Huch! So, noch ein paar Gegner mehr, wieder mit dieser coolen Griechenland-Musik. Das ist einfach die Griechenland-Musik. Ich glaube, das ist die einzige Musik, die nur in Griechenland läuft. Deshalb verbinde ich die einfach mit Griechenland. Genauso wie diese eine Musik, die nur in der Normandie lief. Als ich geschwiegen habe, um diese Musik anzuhören bei den Normannen. Ja, so gibt es halt diese länderspezifischen Musiken. Gucken wir mal, reicht es für die Wand hier? Jawohl, natürlich reicht es. Und hier haben wir noch mehr Römer. 20. Yeah. Bald kommen auch die großen Zahlen. Dessen seid euch bewusst. Bald muss ich meine epische Stimme... Ist wahrscheinlich keine epische Stimme, klingt wahrscheinlich voll dämlich. Aber ist auch egal. Bald werde ich meine tiefe, rührende Stimme zurecht auspacken, weil die Zahlen wirklich groß werden. Da könnt ihr euch schon mal drauf verlassen. Wenn ich jetzt hier 20 sage oder 1. Na gut, 1 werde ich noch ein paar Mal sagen bei den infernalischen Maschinen. Aber ihr wisst, was ich meine. So, Tür auf, Obelix durch, Tür zu, Obelix durch, Tür auf, Asterix durch. So, wunderbar. Und hier stehen wir jetzt mal den schönen Granitblock auf diesen Schalter drauf. Und dann müsste es eigentlich für Obelix unten weitergehen, nicht wahr? Gucken wir mal. Jawohl. Aber nur ein kleines Stückchen. Heißt, Obelix passt da nicht durch, also muss der Asterix durchgehen. Schwupp. So, der wären wir. Aber da hinten sind doch schon wieder Metallkisten. Heißt, wir müssen die Tür auf jeden Fall noch weiter öffnen für Obelix. Aber der ist ja nutzlos praktisch. Der kann ja nichts alleine, ne? Moment, wen meine ich denn jetzt? Obelix, weil er so dick ist und sich die Tür nicht alleine öffnen kann? Oder Asterix, weil er so schwach ist und sich nicht alleine die Metallkisten kaputt machen kann? Ich weiß es nicht. Die sind beide unfähig. So, auf jeden Fall schieben wir jetzt da den zweiten Stein auf den zweiten Schalter. Und dann kommen wir auch unten weiter. Dann geht die Tür weiter auf. Und dann können wir auch Obelix anwählen und weitergehen. Und ich glaube, wir kommen gleich in eine Bücherei. Und das ist auch wieder so ein Labyrinth, aber diesmal ein richtiges Labyrinth. Psst, seid bloß leise. Kommt näher, meine Freunde. Was ich jetzt sagen werde, könnte mich ins Gefängnis bringen, aber hier in der Nähe ist eine Bibliothek. Cäsar hat darin einen wertvollen Schatz versteckt. Vergesst, was ich euch eben gesagt habe. In dieser Bibliothek gibt es gar nichts zu finden. Tja, wahrscheinlich. Und wertvoller Schatz, damit meint er doch einen Lorbeerkranz, oder? Entweder das und ich bin jahrelang auf den Trick reingefallen, oder ich bin einfach zu blöd, um zu realisieren, dass da noch ein viel größerer Schatz ist. Aber ich denke mal, er meint den Lorbeerkranz. So, erstmal werden wir das hier verschieben. Da machen wir dann einen kleinen Spalt für Asterix auf und dann sind wir erst einmal Asterix in dieser Bibliothek. Mit dem komme ich nämlich besser klar. Hat jetzt überhaupt keinen Grund, also ich will jetzt nicht weitergehen, aber ich will einfach Asterix sein.
So, hier wäre nämlich Obelix vielleicht runtergefallen. Und da haben wir noch einen Knopf. Ja, also es sind hier diese versteckten Knöpfe und die geben uns dann wieder einen Lorbeerkranz. Also denke ich mal, dass der wertvolle Schatz ein Lorbeerkranz sein wird. Auch eine ganz coole Musik, weiß ich überhaupt nicht, wie ich die einordnen soll. Finde ich irgendwie geil, da kann man richtig zu abgehen. Oder nicht? Finde ich schon irgendwie, ich gehe gerade ab. Hier im Sitzen, keiner sieht's und keiner hört's, ich gehe trotzdem ab. Ja. Yeah. Ich finde die Musik gut. So. Und hier ist, glaube ich, auch noch ein Schalter. Nee. Hä, warum bin ich denn hier, wenn hier kein Schalter ist? Hier muss irgendwas sein. Nein, kein Schalter. Hä, ist ja komisch. Naja, gut. Müssen wir mal gucken, wie viele Schalter jetzt überhaupt noch fehlen. Da bin ich mir jetzt nämlich auch nicht so sicher drüber. Vielleicht haben wir ja schon alle, die wir brauchen. Moment, wo geht's denn da lang? Da geht's? Nee, da geht's zurück. Dann gucken wir mal hier. Hier ist ein Schalter, oder? Na nee, den haben wir schon. Ich glaube, den haben wir schon alle. Ich glaube, wir haben schon alle Schalter gefunden. Müssen wir mal gucken. Ich glaube, hier sind keine weiteren. Gehen wir mal nach oben und werden unseren wertvollen Schatz bekommen. Nein, da fehlt noch einer. Mist! Aber wo ist der? Ah, da! Na wunderbar. Einfach mal aus Versehen irgendwo runtergefallen und schon ist er da. Er könnte mal sehen, doch hier. Aber auf dem Weg zurück hätte ich eigentlich sehen müssen. Naja, also es... Also ich täusche mich doch bei sowas nicht. Ich bin mir doch ziemlich sicher, dass ich weiß, wo diese Schalter sind. Ich irre mich da nicht. Ich wusste, der ist da irgendwo. Ach Mist, noch einer. Jetzt bin ich aber ein bisschen ratlos. Hä? Jetzt bin ich aber ein bisschen ratlos. Jetzt bin ich wirklich verloren. Mist, verdammt. Donnerwetter. Also jetzt muss ich echt mal ernsthaft suchen, weil ich jetzt wirklich nicht mehr weiß, wo der letzte Schalter ist. Gehen wir mal hier rein. Was ist da? Aber hier waren wir ja auch schon. Hier sind überall keine Helme mehr. Den hatten wir gerade und mehr ist hier nicht. Ich glaube, irgendwo oben auf den Regalen ist noch was. Hier gehen wir nochmal zum Anfang. Auf das Regal. Oder ist hier eine? Nee. Weil die Tür öffnet sich erst sehr viel später. Wieder ein Kampf mit Asterix und dann folgt uns Obelix. Ich glaube, oben auf den Schränken ist irgendwo einer. Müssen wir mal gucken. Also hier, klar, den habe ich ja gefunden. Vorbeigesprungen, wunderbar, ganz großartig. Weil ich die verdammte Kamera nicht drehen kann. Ich kann sie nur zentrieren. Ach Mann, warum kackt mich das Spiel so an? So, ach, da kann man nicht drunter durchlaufen. Ist ja Beschiss. So, den habe ich auch. Komisch, das sind eigentlich die, nach denen ich immer so lange suchen musste. Ja, das funktioniert jetzt natürlich nicht. Ist doch komisch. Ach Mann, ich kann die Kamera hier nicht zentrieren. Mist. So, okay, das hat funktioniert. Jetzt bin ich hier drauf. Komisch, so groß ist ja auch die... Oh, da! Da, hinter dem Stein. Ach, natürlich. Hinter dem Stein. So, sehr schön. Jetzt haben wir alle 6 Schalter gefunden. Doch, relativ schwer. Und da bekommen wir unseren wertvollen Schatz. Ein Lorbeerkranz. Großartig. Und jetzt gehen wir erst einmal hier weiter. Weil hier geht jetzt das normale Spiel weiter. Lorbeerkranz natürlich wieder alternativ. Optional. Genau, optional war jetzt das Wort wieder, das ich gesucht habe. Nicht alternativ. Alternativ ist ja Quatsch. Optional. So, und hier fahren wir jetzt erstmal mit Asterix weiter zu einem schönen Kampf, den wir ohne Obelix bestreiten werden. Aber ich glaube, hier gibt es noch einen Händler, oder? Vielleicht können wir bei dem schon den Maulwurf kaufen. Genau. Da ist ein Händler. Wollen wir mal gucken, vielleicht hat er den Maulwurf. Es könnte natürlich auch sein, dass er den Maulwurf erst in der nächsten Welt hat. Wer weiß. Müssen wir einfach mal ausprobieren. Mal gucken. So, jetzt komm mal raus aus deinem Versteck. Komm. Guten Tag. Mal sehen, was ich auf Lager habe. Mal sehen. Doch, Maulwurf-Kombo, da ist er. Gut, gekauft. Du kannst jederzeit wieder vorbeikommen. Bis zum nächsten Mal. So, und jetzt überlegt euch mal, wir werden ja wohl in den nächsten 2 Welten nochmal 30.000 Helme finden, oder? Werden wir bestimmt. So, Maulwurf-Kombo. Spring, also, 2x X, dann Kreis, dann Dreieck und dann immer wieder Quadrat. Da müssen wir immer wieder Quadrat drücken, um den Wirkungskreis zu vergrößern. Weil wir sehen, Asterix springt in den Boden und während wir immer weiter Quadrat drücken, wird sich der Wirkungsradius erhöhen
Und alle Römer, die sich in diesem Wirkungsradius befinden, werden dann von aus dem Boden schlagende Hinkelsteine in die Luft geschleudert. So ungefähr. Das funktioniert natürlich perfekt für Formationen, weil die dann mit einem Schlag, mit einem so einen Hinkelstein zerstört werden. Finde ich aber ein bisschen schade, weil ich gegen die Formation selber kämpfen möchte. Oh ja, schon oft genug gesagt, ich möchte eigentlich nicht so viele Kombos benutzen, aber ich kaufe sie trotzdem. Und natürlich werde ich euch in diesem Kampf das Kombo auch zeigen. 60. Das ist übrigens ein sehr, sehr cooler Kampf, weil die 60 Römer erst dann erscheinen, wenn wir die Formation zerstört haben. Und es lässt so den Eindruck erscheinen, als ob die Römer aus der Formation gegen uns kämpfen. Weil das hier könnten durchaus 60 sein. Gucken wir mal, das sind 6x6, nee, es sind 36. Na gut, es sind nicht 60. Aber die fliegen jetzt alle hier raus und da sind sie. Finde ich eigentlich voll cool. So. Und da ist der Maulwurf. Bam, 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 bam. Habt ihr gesehen? Sehr coole Sache. Also der Maulwurf ist eigentlich sehr stark, verbraucht aber auch schon sehr viel Combo. Also mehr als 2 oder höchstens 3 können wir pro Combo nicht machen, denn ist unsere Leiste aufgebraucht. Und das wäre sehr dumm, weil wir dann ja gar kein Combo mehr haben. Dann müssen wir mit unseren langsamen Schlägen wieder von vorne anfangen. Das wäre gar nicht so clever. Aber wir werden ihn gleich nochmal machen. So. Oh yeah, cool. Und wenn wir es halt, wenn wir nicht Quadrat drücken, also immer wieder drücken, 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 Quadrat, 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 wenn wir das nicht machen würden, dann würde halt nur in der Mitte, wo Asterix eingetaucht ist, ein Hinkelstein rauskommen. Und das ist denn ja, das kann man denn ja nicht wirklich Combo nennen. Das ist denn ja ziemlich beeiert. Mann, warum kann ich den denn nicht nehmen? Es kommt schon her, verdammt. Kommt schon her, so. Die soll doch schwindelig werden, verdammt. So, und die letzten 12 sind jetzt immer wieder diese Legionäre. Das ist das gleiche wie mit den Centurios, was ich mal vor ein paar Episoden erklärt hatte. Dass dann immer wieder Centurios kommen, der kommt wieder ein Centurio, ein Centurio, ein Centurio. Naja, was soll's. Damit, oh! Jetzt kommen zum Schluss ja auch noch Gladiatoren und Löwen. Wo kommen die auf einmal her? An die kann ich mich nicht erinnern. Komisch. Warum habe ich denn das vergessen? Da konnte ich mich überhaupt nicht dran erinnern. Wenn jetzt einer gesagt hätte, ey, in dem Kampf kommen Gladiatoren und Löwen, hätte ich gesagt, hier, Vogel. Konnte mich echt nicht dran erinnern. Komische Sache. So, anscheinend sogar 2 Gladiatoren. Jetzt kommt noch einer, ne? Jawohl, da ist der letzte. Bam, 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 bam. So, sehr schön. Hier gibt es noch ziemlich viele Kisten. Wie üblich in Griechenland, hatte ich ja schon mal gesagt. So, hier werden wir erst einmal ordentlich Helme suchen und dann holen wir Obelix wieder zu uns. Das war nämlich, worum wir gekämpft haben. Man vergisst irgendwie immer wieder, dass man um etwas kämpft. Klar, da sind Römer und die muss man besiegen, sonst geht's nicht weiter. Aber man vergisst immer, dass hier etwa ein ganz bestimmter Gegenstand von den Römern beschützt wurde. Und das war halt in diesem Fall wieder der Knopf, um weiterzukommen. Und, oder besser gesagt, der Knopf, um die Tür zu öffnen, damit Obelix zu uns stoßen kann. Und erst mit Obelix zusammen können wir auf das Trampolin draufgehen. Auf diese Schleuder, die uns weiterbringt, weil ohne Obelix funktioniert das nicht. Oder, naja gut, das ist jetzt pauschal, kann man das jetzt, man kann das nicht verallgemeinern, weil es auch Bereiche gibt, in denen Asterix und Obelix voneinander getrennt sind, in denen wir allerdings mit Asterix oder auch mal nur mit Obelix so ein Trampolin benutzen müssen, um kurz weiterzukommen und dann wieder zurückzukehren. Hier gibt es übrigens auch noch einen Lorbeerkranz. Hier so ein bisschen in den Gassen, sag ich mal. In dem Abwassersystem, in Kanalsystem. So. Jetzt kommen wir wieder zurück. Und jetzt werden wir hier noch die letzten Kisten kaputt machen. Komm, schön Kisten kaputt machen. Ein ganz tolles Spiel, wo man Kisten kaputt macht. Ich kämpfe gegen Kisten. Ich bin ein mächtiger Kistenzerstörer. Keine Kiste kann meinem Kampfstil widerstehen. Du hast eine Kiste? Ruf Pesti an. Ich zerstöre sie für dich. Ja. Anfahrt kostenlos. So, jetzt werden wir erst einmal Obelix hier zurückholen mit diesem schönen Hebel hier. Ding! Da ist er. Und das ist diese Tür, wo wir die ganze Zeit dran vorbeigelaufen sind in der Bibliothek. So. Ach ja, da oben ist ja noch ein Multiplikator, den ich irgendwie nie einsammel. Müssen wir das Schwein hauen? Nee, das Schwein müssen wir nicht hauen. Ist alles in Ordnung. So. Na toll, jetzt ein Multiplikator. Egal, weiter geht's. Jetzt werden wir erst einmal wieder ein bisschen wegfliegen. Ich gucke aber gerade auf die Uhr, ist schon recht spät. Ich denke mal, wir werden an dieser Stelle auch beenden. Genau,
Genau, perfekt. Da ist ein Druide, hier ist kein Kampf. Wir speichern hier. Ich sage wieder einmal vielen Dank fürs Zuschauen. Das war Asterix und Obelix XXL für dieses Mal. Tschüss und bis zum nächsten Mal.